Krönung von König Charles, vollständige Gästeliste. Der Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth, 96, im Jahr 1953 wohnten 8000 Menschen bei. Bei der Krönung von König Charles am 6. Mai 2023 wird es sehr viel gemäßigter zugehen. So viel steht schon jetzt fest. Der Monarch möchte die Zeremonie verschlanken, modernisieren und damit auch ein Zeichen setzen. Dennoch werden aus dem europäischen Hochadel weitestgehend alle Mitglieder dabei sein. Ebenso internationale Politiker, Innen- und Staatsoberhäupter. Damit hatte König Charles im Vorfeld bereits für Erstaunen gesorgt. Denn damit bricht er mit einer jahrhundertelangen Tradition. Demnach war es Brauch, dass keine anderen Könige oder Königinnen bei der Krönung eines britischen Monarchen anwesend sind. Es solle so ein intimer Austausch zwischen dem Monarchen und seinem Volk stattfinden. Doch Charles geht einen anderen Weg. Eine vorläufige Liste der eingeladenen Gäste zeigen wir Ihnen hier. So langsam aber sicher beginnen die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey. Visitenkarten sollen bereits verschickt worden sein. Wer eine bekommen hat, können Sie hier nachlesen. Bisher ist nicht bekannt, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan der Zeremonie beiwohnen werden. Dass ihre Kinder dabei sein werden, ist nicht zu erwarten. Auch unklar ist, ob Sarah Ferguson eine Einladung erhalten hat. Neben Royals und PolitikerInnen werden auch einige VertreterInnen karitativer Organisationen des Königs und ein großer Querschnitt aus dem ehrenamtlichen Sektor bei der Zeremonie anwesend sein. Da König Charles allerdings Schirmherr von mehr als 400 Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen ist, dürfte es schwer sein, hier eine Wahl zu treffen. Verwendete Quelle: Telegraph Co.